Wenn ich an Braunkohle denke, dann denke ich an Habeck. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber ich komme darauf zurück, denn es ist natürlich im gewissen Sinne ein Leitmotiv, das wir in diesen Zeiten erleben, dass eine Art Ungleichzeitigkeit herrscht. Und die macht es natürlich schwierig, die richtigen politischen Entscheidungen zu kommunizieren, durchzusetzen, möglicherweise aber auch die richtigen unternehmerischen Entscheidungen zu treffen. Und über alles gelegt ist das vielleicht die Herausforderung, neben all den konkreten Herausforderungen, auf die ich eingehe, diese Ungleichzeitigkeit. Und vielleicht darf ich persönlich beginnen. Sie hatten jetzt eine dreitägige Konferenz in einem lichtdurchfluteten Saal. Und wenn ich Parteitage hatte, dann war man nach 3 Tagen irgendwie auch durch. Und das Einzige, was einen noch manchmal wieder wach gemacht hat oder jedenfalls aufmerksam gemacht hat, war das Persönliche. Und nicht noch einmal abspulen, was Sie vielleicht in Reden in verschiedenen Variationen schon 15.000 Mal gehört haben. Und so möchte ich vielleicht beginnen als letzter Gast hier auf Ihrer Tagung, dass ich einmal noch persönlich anfange, um zu erinnern, was eigentlich gerade passiert und vor welchem Hintergrund Ihre Konferenz, Ihre Tagung, der Tag der Industrie stattfindet, vor welchem Hintergrund wir aber auch die politischen Debatten führen. Manchmal habe ich Zeit am Sonntag und gehe noch länger joggen und es gibt einen Podcast, den ich dann manchmal meistens höre, der heißt Ukrainecast von der BBC. Ich würde sagen, ein journalistisches Meisterwerk mit verschiedenen Geschichten aus der Ukraine, aber auch russischen Geschichten. Und diese Geschichten sind Geschichten aus dem Krieg. Zum Beispiel man läuft durch den Wald, hätte man nicht Kopfhörer im Ohr, würde man die Vögel singen hören, man sieht das gebrochene Licht, also das, was ich als einen schönen, vielleicht einen erhabenen Moment begreifen würde. Man hört dann die Geschichten, die quasi gleichzeitig passieren, von einer Familie, junge Mutter, junger Vater, 2 Töchter, Bombenangriff, sie fliehen vor den Bomben, der Vater und die Tochter, eine der Tochter werden getötet. Sie sitzen danach, die Familie, die Mutter und die überlebende Tochter, über Tage im Bunker und sie bitten die ukrainischen oder die russischen Soldaten, ich weiß gar nicht wer, den Mann und die Tochter endlich zu beerdigen. Und es geht nicht, weil keiner rauskommen kann. Man hört von einer Frau, die in einem roten Mantel, das war wohl eindringlich, erschossen wurde, mit einem Schuss ins Gesicht getötet wurde. Und weil die Situation so brenzlig ist, immer wieder überfahren wird von Autos. Man hört Geschichten von einem jungen Soldaten, 19 Jahre alt, der nach schwerer Verletzung wieder an die Front geht und dann von diesen BBC-Leuten gefragt wird, was ist deine Hoffnung? Und er sagt nicht Frieden, sondern er sagt, ich möchte einmal noch im Mittelmeer baden und kriegt dann eine Einladung von einer Frau, die ein Sommerhaus auf Teneriffa hat. Ist dann nicht das Mittelmeer, aber so, solche Geschichten werden dort dargestellt und man hört die und versteht auf einmal wieder, was eigentlich Phase gerade in Europa ist und was gerade Phase in unserer Welt ist. Dass Putin nämlich einen Krieg vom Zaun gebrochen hat, aus meiner Sicht, weil er die individuelle Freiheit von Menschen nicht ertragen kann. Und weil die Ukraine in dem Bestreben nach Freiheit eine Bedrohung für ein diktatorisches Regime geworden ist. Die darf nicht erfolgreich sein. Die Freiheit, die offene Gesellschaft, das individuelle Glücksstreben von Menschen darf für Diktatoren nicht erfolgreich sein. Deswegen hat er diesen Krieg angefangen, weil Diktatoren die Freiheit fürchten. Und deswegen darf er diesen Krieg nicht erfolgreich abschließen, weil das bedeuten würde, dass Diktatoren die Freiheit immer wieder erfolgreich angreifen können. Das ist der Hintergrund aller unserer Debatten und auch nach mehreren 100 Tagen oder nach 120, 30 Tagen, ich weiß gar nicht genau, dürfen wir nicht vergessen, was eigentlich gerade der Grund für die anstrengenden, schwierigen und notwendigen Debatten ist, die wir führen. Und ich finde, es hat sich noch etwas verändert in der jüngsten Zeit. Zuerst haben wir uns, und ich habe mich mehrfach dafür bedankt, für die Solidarität der deutschen Bevölkerung, der Verbraucherinnen und Verbraucher, die die hohen Energiepreise tragen, die die hohe Inflation tragen müssen, der Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Sanktionen mitgemacht haben, aus Solidarität mit der Ukraine wegen diesem Angriff auf die Freiheit. Aber ich denke, was wir gesehen haben in der letzten Woche, ist nochmal eine andere Dimension. Die Reduktion der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 ist eben auch ein Angriff auf uns, ein ökonomischer Angriff auf uns. Und dass Putin in seiner Petersburger Rede in einer Art Orwellschen Neusprech
alles verdreht hat, also Krieg zu Frieden erklärt hat, Unfreiheit, Willkür, Diktatur zum eigentlich zu bevorzugenden Gesellschaftsmodell, zeigt nur, wie bewusst dieser Angriff erfolgt. Wie funktioniert dieser Angriff? Und wir haben das Muster jetzt mehrfach schon gesehen durch die Reduktion von Gaslieferungen an Bulgarien, an Polen, an Dänemark, dann den Versuch mit zwei Diskjockeys als Geschäftsführer von Gazprom Germania Chaos am europäischen Energiemarkt zu stiften, dann mit der Sanktionierung von Gazprom Germania. Das Muster ist immer das gleiche. Die Menge zu reduzieren, die Preise nach oben zu drängen, um, und das ist ja nicht zufällig, um in Europa und in Deutschland eine Debatte auszulösen über Not und über Angst, die hier dieses Land trifft. Und damit meine ich nicht mit einer Debatte den Streit, den demokratisch notwendigen Streit um die richtigen Antworten, die wir darauf geben müssen. Und das schließt meinetwegen auch Debatten über die richtige Form der Energiesicherheit mit ein. Das muss natürlich eine demokratische Gesellschaft miteinander diskutieren, auch öffentlich diskutieren. Wenn die Argumente stichhaltig sind, muss man sie gegens Licht halten und dann auch wägen. Das ist nicht das, was ich damit meine, mit einer streitbaren Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft, die um die Prinzipien streitet, ob die Unterstützung nicht der Ukraine, sondern der Freiheit richtig ist. Das soll unterbunden werden, denn durch die materielle Not, durch die hohen Inflation, durch die hohen Energiepreise haben natürlich Menschen Angst, Angst vor Armut, Angst vor Wohlstandsverlust, Angst, das, was sie sich aufgebaut haben, in einem langen Leben vielleicht nicht halten zu können, Angst vor Arbeitslosigkeit. Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, aber das ist mein Familienmodell, meine Familienfirma, die habe ich geerbt, ich habe eine Aufgabe, sie in die Zukunft zu führen. Ist das denn alles noch richtig? Und dann geht es nicht darum, den wohldosierten Streit über die richtige Antwort zu führen, sondern dann geht es darum, die Frage zu stellen, ziehen wir uns zurück? Soll Putin gewinnen? Dann macht man den Raum auf für Populismus. Dann geht es nicht mehr um den demokratischen Streit, sondern nur noch um den Debattenraum für den, und das darf ich in diesem Fall sagen, rechten Populismus. Und das ist kein Zufall, das ist eine Strategie, und diese Strategie darf nicht erfolgreich sein. Deswegen hat sich etwas verändert. Es geht nicht nur um die Solidarität mit der Ukraine,